where I'm at, but I know I'm at an incredible, incredible fucking festival called Summer Breeze. Summer Breeze! Summer Breeze! Summer Breeze! Fucking Summer Breeze! Hallöchen Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video. Was ist... Irgendwas passt mit dem Licht von dieser Kamera nicht. Egal. Wir befinden uns schon auf dem Summer Breeze. Mein Gesicht ist so rosa, weil da hinten die Sonne untergeht. Das ist so wunderschön. Ich teile mir ein Camp mit Siffler, seinen Siffler Ultras und noch vielen, vielen anderen netten Menschen und auch einigen anderen YouTubern. Die werdet ihr alle noch im Laufe des Vlogs zu sehen bekommen. Wir haben uns jetzt holländische Pommes geholt, die schon so gut wie alle sind. Schön lecker. Und schlendern gerade zurück zum Campingplatz. Es ist Dienstag, wir sind angekommen. Genau, wir haben heute Heavy Trip gesehen. Miku, da du die Einzige bist, die wirklich den Film mit mir angeschaut hat, wie fandest du denn Heavy Trip? Dafür, dass ich den unbedingt sehen wollte. Also, ich wusste ja gar nicht, worum es geht. Ich bin einfach mit. Und ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich glaube, man braucht einen bestimmten Humor dafür. Das findet sich ja nicht jeder lustig. Es aber ist halt eine. Sehr lustig. Man muss halt dazu sagen, es ist eine finnische Produktion und das merkt man halt auch. Die haben halt doch ein anderes Humorgespür als wir in Deutschland oder als die Amerikaner oder als die Engländer. Das merkt man ja immer bei solchen Filmen. Trotzdem ist es ein sehr amüsanter und sehr schöner Film über eine Bandgeschichte. Metal-Kollektiv, YouTuber-Zusammenschluss-Team, ja, müssen endlich mal miteinander Videos machen. Jawohl! Hey Kao, Joe the Red Flash, Dunkle Drachenlord und wie heißt der andere? Der Chorminister und der Filmelf und der Captain Sober. Und der Tigger. Tigger ist auch da. Ja. Tigger ist da. Ja, abonniert einfach Dark Arts natürlich. Alle sind da. Und abonniert Dark Siffler, ist klar, oder? Ja. Unterwegs. Ihr guckt immer noch hier Joes Kanal. Dürft mich auch gerne abonnieren, ne? TRAC. Wir haben ja gerade schon einige Bands gesehen. Dein Arm tut weh. Ja, kann ich von unten filmen? Ja, natürlich. Das sieht ja viel schöner aus. Das ist so ein Vorteil auf der Bühne. Wie hieß die Band nochmal, die wir heute gesehen haben? Death Angel. Death Angel, aber ja. Die waren gar nicht mal so gut. Nein, die waren gut. Aber das Problem ist ja bei mir, ne? Wenn man den Gesang... Genau, das ist das Problem. Danke, Miko. Wenn man den Gesang versteht, ist das nicht so ganz meins. War mir nicht hart genug. Hat natürlich Spaß gemacht trotzdem. Das Schönste überhaupt ist, wir gehen gleich noch Party machen. Wir gehen gleich auf gleich. Die Metal-Disco. Ja, gleich ist in 5 gleich Stunden ungefähr, oder? Gleich ist um 0.30 Uhr. Wir haben jetzt 20 Uhr, denn wir sind eigentlich erstmal auf dem Weg zu Soilwork. Ach ja, genau, die habe ich ja ganz vergessen. Wir sind jetzt fangen gerade auf der T-Stage an, ich höre es schon. Ja, der Metal Market ist mega dieses Jahr, der ist viel größer als sonst. Ja. Hab mir einen neuen Ring gekauft. Ich kann ja mal umschwenken, dann sieht man schon ein bisschen was. Ja. Hier. Da vorne, da ist der Metal Market. So. Da, wo die ganzen kleinen Menschen laufen wie Ameisen, da ist der Metal Market. Da so. Genau. Da ist der Metal Market. Ich finde es das beste Summer Breeze seit Jahren. 2015 war besser, aber ansonsten... 2015 war sehr geil, ja, das stimmt. Das ist so, was ich dazu sagen kann. So, und jetzt muss ich ausmachen, weil sonst werden wir wahrscheinlich nicht in die Schleuse gelassen. Yeah!
gerade am Fertigmachen im Auto nach einer wunderschönen heißen Dusche. Ja, es gibt ja heiße Duschen, das ist voll geil. Wir haben uns jetzt ins Auto verzogen zum Fertigmachen, denn es regnet. Yeah. Aber gut, es war ja Regen gemeldet. Und wo habe ich jetzt den Pinsel hin? Da habe ich ihn. Von daher braucht man sich ja nicht beschweren. Wir haben heute sehr viel geplant. Wir gehen jetzt gleich um 11:30 zu Cambrium. Genau. Und schauen uns die an, weil die Jo gesagt hat, die sind gut. Ja. Und dann gehen wir zu einem meiner Lieblingsbands, Lord of the Lost. Mal und schauen wieder. Uns die an, weil die sind auch gut. Mal wieder. Mal wieder, da waren wir dieses Jahr schon. Und dann schauen wir uns heute noch auf jeden Fall Cradle of Filth an. Fun Fact, ja. 2015, wer das Video von 2015 kennt, ja. War ein Cradle auch auf dem Summer Breeze. Und vielleicht sind wir davor eingeschlafen. Ja gut, aber das war auch so ähnliches Wetter wie heute. Deswegen sind wir schon ein bisschen nervös, ob wieder der Spielplan geändert wird. Denn 2015 wurde er geändert wegen dem schlechten Wetter. Und dann hat Cradle, ich glaube, fast 2 Stunden später gespielt. Ja. Wie eine Ewigkeit, weil wir halt auch voll fertig waren. Und haben sie aufgrund dessen dann verpasst. Verpasst, ja. Hallo Papa, schöne Grüße nach Hause. Hallo! Also ein Pony nicht, den habe ich so kacke gemacht, aber die Haare sind geil. So schön! Voll cool, oder? Nein. Ja, wir laufen hier auf dem Ort. Wir genießen das Wetter und gleich werde ich euch auch mal zeigen, wie es auf dem Festival ist. Guck mal, die Show. Kommst du auch mal, ja? Kommst du auch mal? Und das hat Geld stecken, das lade euch ein. Was? Ihr habt gesagt, du sollst das Geld stecken lassen, ich lade euch ein. Dankeschön. Macht's gut. Jägermeister Eis, das habe ich vergessen. Schließ! Ja, Leute, ich muss mal gucken. Was bekommst du? 6 Euro wieder. Genau. Danke, Tigga! Bitte! Und Miku, wie ist das schwarze Eis? Kalt. Welche? Sehr lecker. Ich habe hier Erdbeer und Vanille. Mhm. Was hast du? Du hast Zartbitter. Schoko und Schoko. Schoko und Schoko. Aber ich hab Choco. Und bei mir gibt's, das weiße ist Jägermeister und unten drunter ist Vanille. Haha, total kreativ. Aber es sieht lustig aus.